Operieren lassen kann an einem Krebs, muss man sich natürlich operieren lassen. Es ist daher auch falsch anzunehmen, dass man dadurch, dass man im Leiden Sinn findet, etwa die Leute passiviert, zu Fatalisten macht, inaktiv macht. Man kann und soll die Leute aktivieren, und das gilt auch fürs politische Engagement. Denn wir sprachen ja von Selbsttranszendenz. Ja, warum sollen Sie Ihre Selbsttranszendenz nicht ausleben, nicht verwirklichen in der Hingabe an eine politische Aufgabe? Das ist doch selbstverständlich. Aber es soll vorgekommen sein, dass sogar Politiker zur Inaktivität verurteilt sind. Und ich habe da aus Newsweek von vor ein paar Jahren die Geschichte, ein Interview, es war das erste Mal, dass Reporter vordringen konnten zu einem Mann, der beinahe die Präsidentschaft des Staates gewonnen hätte, aber rechtzeitig in Einzelhaft kam und seither in Einzelhaft ist. Und der wurde das erste Mal interviewt von Newsweek-Reportern, und da haben sie ihn gefragt, ja, wie halten Sie diese jahrelange Isolierhaft aus? Da findet er gesagt, sehen Sie, ich sage Ihnen das jetzt in Deutsch, sehen Sie, ich halte es mit Marcus Aurelius, mit dem Stoiker. Try to change what you cannot change. Don't try. Versuchen Sie nicht anzurennen, wenn Sie etwas nicht ändern können. Und zweitens, mir hat riesig geholfen ein Buch, das mir meine alte Mutter in die Haft geschickt hat, nämlich die Schriften eines Wiener Psychiaters, der ein Exponent der Logotherapie ist. Und da ist das Wesentliche, dass was Nietzsche in die Worte gekleidet hat, jetzt wissen Sie schon auswendig, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Verstehen Sie? Sie sehen also, auch Politiker sind manchmal zur politischen Inaktivität verdammt und verurteilt, und doch können sie einen Sinn finden. Man darf es nur nicht utilitaristisch und pragmatistisch sehen, das ganze Leben des Menschen. Und sehen Sie, jetzt kommt es einmal darauf an, dass wir einsehen, dass wirklich die Sinnmöglichkeiten, die im unveränderlich oder zumindest auf Zeit unveränderlichen Leiden gegeben ist, dass das sogar der höchste Wert, der tiefste Sinn ist. Und da möchte ich einen Zeugen aufrufen, den Kardiologen, den Herzspezialisten Marek Edelmann, der vor einem halben Jahr im Fernsehen in Deutschland, auch im ORF, in einem Interview mit anderen gezeigt wurde. Das war der Mann, der den Warschauer Ghettoaufstand organisiert hat. Und dem hat man auf die Frage hin oder auf Hinweis hin Heroismus angesprochen. Und der hat Folgendes gesagt, ich erinnere mich ganz genau, fast wörtlich daran. Sehen Sie, ein Gewehr zur Hand nehmen und schießen, ich glaube, das ist noch nicht Heroismus. Aber nichts tun können und zur Erschießung oder in die Gaskammer abgeführt werden und trotzdem menschliche Würde zu bewahren, das würde ich wirklichen Heroismus nennen. Das sagt der Mann, der den Warschauer Ghettoaufstand organisiert hat, Dr. Marek Edelmann. Und wieder muss ich sagen, so fühlt auch der Mann von der Straße. Das IMAS-Institut hat Tausende von Menschen von der Straße befragt, vor was für einem Menschentypus sie den höchsten Respekt haben. Wissen Sie, was herausgekommen ist? Das waren nicht die berühmten Politiker, das waren nicht die berühmten Gelehrten und Wissenschaftler, das waren nicht die berühmten Künstler und das waren auch nicht die berühmten Sportler. Das waren nicht einmal die berühmten Astronauten, sondern das waren Menschen, die in selbstloser Weise anderen helfen und vor allem Menschen, die ein schweres Schicksal mit Würde meistern. Vor dem hat der Mann von der Straße den höchsten Respekt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist die Stimme des Volkes. Das ist die Stimme des Herzens des Menschen. Fernab von allem intellektuellen Zynismus. Ich bin am Schluss dieser Ausführungen.
Diese Dinge sind nicht nur Lebensweisheit oder Herzensweisheit, wie ich das vorhin genannt habe, sondern das ist in 63 Dissertationen inzwischen, in 20 internationalen Forschungsprojekten zwischen Japan und Kanada empirisch validiert und verifiziert worden. Das Ergebnis war, ich fasse alle diese 63 Dissertationen und 20 Forschungsprojekte zusammen, nicht mehr und nicht weniger als durch Tests und Statistiken. Grundsätzlich ist Sinnfindung für jeden Menschen möglich, unabhängig von seinem Alter, unabhängig von seiner Geschlechtszugehörigkeit, unabhängig von der Charakterstruktur, unabhängig von der Umwelt, unabhängig davon, was für einen Bildungsgrad er hat, unabhängig vom Intelligenzquotienten, habe ich schon gesagt, und last but not least, unabhängig davon, ob er religiös ist oder nicht, und wenn er religiös ist, unabhängig von der Konfession, der er angehören mag. Die Pikanterie will es, dass diese letzten Befunde aus den Federn und aus den Forschungen resultieren von katholischen Priestern in Polen und in Kanada. Also das ist nicht irgendwie tendenziös. Sie sehen, es ist also im streng empirischen Sinne richtig, diese Behauptung, dass das Leben grundsätzlich einen Sinn hat, dass die Frage, das Leiden am sinnlosen Leben erstens keine Krankheit ist und zweitens stellt sie zu guter Letzt heraus, dass Leben in Wirklichkeit auch gar nicht sinnlos ist. Das ist richtig, aber es ist auch wichtig, weil es aktuell ist. Es hat ein Amerikaner, Jerry Mandel, geschrieben, wenn es einmal so weit ist, dass dank der Technik 15% der amerikanischen Arbeiter tatsächlich für die Bedürfnisse der ganzen Nation aufkommen können, dann stellen sich uns zwei Probleme. Wer soll zu den 15% gehören, die da arbeiten? Und was sollen die anderen mit ihrer freien Zeit anfangen und mit dem Verlust ihres Lebenssinns? Sehen Sie, der Kanzler Dr. Kreisky hat vor 2 Jahren im Interview einmal gesagt, eigentlich scheint mir das Wichtigste zu sein, sich gegen die Vorstellung von einer Sinnlosigkeit des Lebens zu stellen. Und ich möchte sagen, dass das sogar noch pointierter sich herausgestellt hat in einem Artikel, der in der sozialwirtschaftlichen Korrespondenz voriges Jahr erschienen ist, aus der Feder von Dr. Christoph Günzel. Lassen Sie mich mit diesem Zitat enden. Die Massenmedien als Indikatoren, wenn wir die nehmen, als Indikatoren, werden wir finden, dass dort eine Vokabel auftaucht, die vorher kaum zu hören oder zu lesen war. Und diese Vokabel lautet Sinn. Es scheint also, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens virulent zu werden beginnt. In der Tat ist, wie die Logotherapie lehrt, einem großen Prozentsatz unserer Zeitgenossen der Sinn des Lebens fraglich geworden. Dieser Umstand, meint Günzel nun weiter, gewinnt nun auch politische Bedeutung. Die Frage nach dem Lebenssinn hat plötzlich sogar parteipolitische Relevanz bekommen, behauptet Dr. Günzel. Und er schließt diesen Artikel mit folgenden Worten. Wenn in der Vergangenheit Fragen der Wirtschaft und später Fragen der Gesellschaft das politische Klima bestimmten, so beginnt nun offensichtlich eine Entwicklungsphase, die von der Sinnfrage beherrscht wird. Und das politische Geschehen wird von der Faszination bestimmt sein, die aus diesem Fragenkomplex kommt. Und jene politische Partei, sagt Günzel, die hierauf Antworten zu geben vermag, wird von dieser Faszination profitieren. Meine Damen und Herren, ich kann da nur hinzusetzen, videant consules. Und da habe ich endlich einmal ein lateinisches Zitat angebracht, das entspricht dem Genius Lotzi dieses Auditorium Maximum. Danke schön.